Der Senftenberger See, der Tourismusmagnet zwischen Sachsen und Berlin. Das ist ein 100-Projekt, eindeutig. Es war die Geburtsstunde des Tourismus hier in dieser Region, definitiv. Der Senftenberger See als Vorreiter, als die Mutter der Seen, so sagen wir auch gerne, ist ein Stückchen Zukunft, wo sich die anderen die Entwicklung abschauen können. Doch das war nicht immer so. Mitte der 1960er Jahre bestimmt hier im Lausitzer Revier noch der Bergbau das Bild. Förderbrücken, Absetzer, Mondlandschaften. Doch dann werfen große Veränderungen ihre Schatten voraus. Eine Zeit zwischen Verunsicherung und Visionen. Viel Gesprächsstoff für die Kumpel in der Mittagspause und Zeit für Tagträume. Du, jetzt haben wir schon 1965. Nächstes Jahr soll ja hier Schluss sein. Ach, na, hast du was gehört, was dann hier werden soll? Du, die wollen hier wirklich einen See draus machen. Einen See. Einen See? Ja. Das glaub ich dir nicht. Du spinnst. Wie soll denn das gehen? Doch, doch, das machen die. Das wirst du schon sehen. Otto Rindt, der Architekt des Lausitzer Seenlandes, erhält 1958 den Auftrag, die Bergbaufolgelandschaften in der Lausitz zu planen. Vor Ende der 50er Jahre kam hier der Genosse Otto Rindt zu uns und brachte uns seine Vorstellung. Als Bergleute konnten wir uns zu der damaligen Zeit uns das nicht vorstellen. Und ich möchte sagen, es muss solche Leute geben, die so viel Fantasie haben und so viel Durchstehvermögen, um das zu realisieren. Rindts Vision, eine geschlossene Seenlandschaft aus Senftenberger, Geierswalder, Partwitzer und Sedlitzer See. Das Senftenberger Seengebiet, das sage ich mal vorausschauend, kann das Gegengebiet zur Ostsee werden. Und wie war die Reaktion der Kumpel auf die weit in die Zukunft weisenden Ideen von Otto Rindt? Also wenn ich von mir ausgehe, muss ich erst mal sagen, als Lehrling habe ich da gesessen, habe mir das angehört und habe gesagt, na gut, das wird ja ganz schön. Die älteren Leute haben das ein bisschen anders gesehen. Die waren also von der Sache her begeistert. Am 15. Mai 1966 verlässt der letzte Kohlezug die Grube. Das Ende des Kohleabbaus in Niemsch war gekommen. Die Förderbrücke wird gesprengt. Die Flutung beginnt 1967 am 15. November, nur 1,5 Jahre nach dem Ende des Bergbaus. Um 10.05 Uhr heißt es Wassermarsch am heutigen Standort des großen Wasserschiebers gegenüber dem Hochhaus am See. Am 1. Juni 1973 wird dann das Naherholungsgebiet Senftenberger See am Großkoschener Strand feierlich eröffnet. Ein Jahr später die Strandanlage in Niemsch. Das war ein Volksfest, ganz einfach gesagt. Ein Haufen Menschen dort, alle waren glücklich, alle waren zufrieden, alle sind baden gegangen und so weiter und so fort. Also das war ein Volksfest. In der DDR war der Senftenberger See eine wichtige touristische Adresse. Die Menschen schätzen dieses maritime Gefühl mitten in der Lausitz. Und so klingt das dann im DDR-Fernsehen. Seemannsmelodie im Binnenland. Mit einem weißen Kahn, der fährt gemächlich unser Land. Bergarbeiter besingen ein neues Stück Heimat, das sie sich selbst geschaffen haben. Das Besondere hier am Senftenberger See war ja, dass wir damals schon Ferienhäuser hatten. Wir haben immer so scherzhafterweise gesagt, glich das einem Fünfer im Telelotto, wenn man ein solches Ferienhaus mal im Sommer tatsächlich bekommen konnte. Der Neuanfang nach 1990 war schwierig. Aber die mutigen Pläne gehen auf, weil man sich konsequent an den Erfordernissen des Tourismusmarktes orientiert. Ein Familienpark, ein Campingplatz, ein Wassersportzentrum und ein hervorragendes Radwegenetz. So sieht das Erfolgsrezept aus. Mann, 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 was hier draus geworden ist. Erinnert ihr euch noch, wie das früher mal aussah? Oh ja. Der Stadthafen. Na und natürlich der Senftenberger See. Das ist eine so gute Adresse für unsere Urlauber geworden. 50 Jahre und kein bisschen leise, so kann man die Stimmungslage am See wohl am besten zusammenfassen. Im Seenland stecken die Verantwortlichen voller neuer Ideen und bauen weiter an einem Jahrhundertprojekt.
Da, wo der Tourist gerne hinkommt, da lebt der Bewohner auch gerne. Also wir machen das nicht nur für die Touristen, sondern wir machen es genauso für die Einheimischen, die hier ein Stückchen Lebenskultur zurückbekommen.